das Problem ist. Die alte Eva hat etwas Besonderes für dich. Viel Glück, Hüter. Schauen wir mal. Wunderbar. Okay, zurück an die Arbeit. Vergiss nicht, mein Freund. Gemeinsam sind wir stärker. Das ist alles so falsch. Ich danke dir für deine Hilfe, Hüter. Ich untersuche Glints fragwürdige Berichte über die Kopflosen. Behalt deine blöden Märchen für dich. Beweisen kann man etwas nur mit konkreten Fakten und Zahlen. Und die hole ich mir für meine eigene Kopflosen-Theorie. Vorausgesetzt, der Hüter findet genug Süßes, Beweise. Weißt du, Eido und Glint verstehen die Sache mit der Datensammlung nicht so gut wie ich. Wird es richtig gemacht, wird's chaotisch, unberechenbar. Gewaltsam, vor allem mit Raketenwerfern. Geh nur nicht zu nah ran. Wenn der Kopflose noch was anderes als Süßigkeiten dabei hat, gehört das mir. So schwer zu schießen und abzukassieren, während du in einem Kreis stehst. Amateure! Dieser Warlocks, die ihrem Einsatztrupp nur die Bücher hinterher haben. Los, hinterher! Neon Nerd.
Täusch mich nicht, Neon-Nerd. Erwarte nicht, dass ich dir den Hintern rette, wenn du's vergeigst. Soll sicher für mich lohnen. Ich habe da einen neuen Beschwörungskreis für dich. Sind also wahr. Nicht, dass ich ihm misstrauen würde, aber Krähe und er neigen zur Übertreibung. Ich finde das einfach nur peinlich. Diese Mission hat allerdings mehr Fragen als Antworten gebracht. Wie sind diese Monster auf die Erde gekommen? Warum erscheinen sie nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr? Und wie hängt das mit dem uralten Ritual der Menschen zusammen, das bekannt ist als das Heiligen Allah? Ich habe noch eine bessere Frage für dich. Tun Hüter je irgendwas Lohnenswertes, wenn's am Ende keine Beute gibt? Tja, dachte ich mir doch. Maria. Es gibt so viel zu tun. Schauen wir mal.
Erzähle deinen Freunden von Eva.